Besetzungsmaßnahmen hat das Ministerium für Stadtsicherheit bei den Betroffenen im privaten Bereich, im beruflichen Bereich Krisen organisiert, verdeckt Krisen organisiert, die dann dazu führten, dass stabilisierendes und vertrautes im Leben im Grunde genommen aus den Fugen geriet. Die Zersetzung war eine sehr persönlichkeitsorientierte Gewalt. Das heißt, sie richtete sich auch wesentlich nach der Individualität des Opfers. Das heißt, bevor sozusagen ein vorgangsführender Offizier Zersetzungsmaßnahmen umsetzte oder überhaupt erst einen Entwarf, sammelte er so viele Informationen, um sozusagen den schwächsten Punkt oder die empfindlichste Stelle der verfolgten Person herauszufinden und richtete genau nach diesen Erkenntnissen dann auch die Maßnahmen der Zersetzung aus. Das heißt, den einen trifft es mehr, wenn sozusagen in seinem Leben beruflich alles schief läuft. Der andere kommt wenig damit klar, wenn böse Gerüchte über ihn in die Welt gesetzt werden.